gesehen können wir an diesem Kunstwerk sehr gut die Biomechanik des Pferdes erklären. Ich werde versuchen, Ihnen zunächst die Skelett- und Bandstrukturen etwas aufzuzeigen. Was geschieht mit Ihrem Pferd, wenn Sie in Rollkurpositionen arbeiten? Das Problem liegt in der Ausbildung unserer Pferde. Der lange Rückenmuskel, also einer der stärksten und bedeutungsvollsten Bewegungsmuskeln im Körper eines Pferdes, sollte also nach dem, was wir bisher uns erarbeitet haben, für jedermann sicherlich nachvollziehbar, nicht verspannt sein. Wofür dressierten denn die Menschen ihre Pferde? Fürs Militär natürlich. Die HDV 12 mit ihren bedenkenswerten Vorschriften. In der Geschichte der Reiterei war natürlich die Dressur der Pferde ausgerichtet aufs Militär, wo man eine große Zahl gut funktionierender Pferde in der militärischen Formation brauchte. Wir werden Ihnen zeigen, was die Roll Kur, der Schenkelgang, das hoch aufgerichtete, weit zurückgezogene Pferd bedeutet. Schlechtes Reiten bringt Sie zu uns. Sie sollten selbst überlegen, ob Sie den Weg zu uns gerne einschlagen möchten oder ob Sie vielleicht doch lieber weiter auf der grünen Wiese oder in einer schönen Reithalle reiten wollen. Die vielen, vielen Reitmeister, nach deren Lehren heute geritten werden sollte, sage ich, wird noch nach ihren Lehren geritten? Oder sind wir auf einem Irrweg? Sind wir auf einem ganz falschen Weg in eine ganz falsche Richtung?